Das ist nämlich auch beispielgebend. Damals war ich gerade bei, wie mein Nova kam und der Maschine, er will unbedingt rein. Da waren wir so betäubt von dem Narkotika. Und da war ich gerade bei und habe die, wie heißen die, Scheuerleisten, ne? Ja. Und die Scheuerleisten musste ich abschrauben. Aber da haben wir auch vorher Fotos. Natürlich haben die Scheuerleisten sich so gelöst, weil die Decken eingebrochen waren, die oben so getobt haben. Die waren also sowieso ab. So, und die habe ich dann abgenommen und habe überall Klebestreifen gemacht. Und habe das natürlich alles ein bisschen abgedichtet und abgeklebt. Und dann wurde es schon besser. Und dann konnte ich immer nur bis Mittag was machen. Und dann saß ich den ganzen Tag rum und konnte nicht reden, gar nichts. Als wenn ich eine Flasche Wodka Gorbatschow ausgetrunken habe, den die Socken im Osten Gorbi doof nannten. Ne? So kam ich mir dann vor und konnte dann gar nichts mehr machen. So, und natürlich auch ein dummer Mensch, also ich soll ja einen haben, der kriegt das natürlich auch mit, wenn mit der Luft was nicht stimmt. Und das würde man jetzt alles verdrehen, weil natürlich habe ich die Leisten abgenommen und die habe ich natürlich nicht wieder angeschaut und habe das alles zugeklebt Ja. und verklebt, weil ich musste das. Und nicht umsonst wollte der angebliche Mainova-Mitarbeiter rein und unbedingt, uns unbedingt reden, weil da waren wir noch total voll. Da haben wir das Fenster noch nicht aufgehabt, da haben die Fenster gerade mal aufgeklappt gehabt. Und sie haben immer nachgelegt. Also wir haben was gemacht, dann ging es ein, zwei Tage besser und dann kamen sie wieder ganz stark nach. Also dann haben sie immer mehr gemacht. Und wir haben immer mehr das Fenster aufgemacht und so weiter. Und an unsere Schriften und auch an meine Reden erkennt man zum Glück die Vergiftung. Auch wenn man hier einfach alles tut, damit der Nachweis nicht erbracht wird. Ja. Und das ist jetzt auch gefährlich, ne? Wenn Ärzte oder so, die dann Proben nehmen, da sowieso nicht dran glauben und so, ne? Die finden dann auch nichts. Weil immerhin ist auch der Geheimdienst und die denken sich schon was aus. Ja. Und die haben sich auch schon was ausgedacht. Und die sind ja nicht umsonst hier reingegangen und die haben das jetzt auch schon schön verzögert. Wir wollten das ja sofort haben. Wir haben uns sofort darum bemüht und hier läuft nichts an und die Polizei kann ja auch nur machen, was sie die Befehle, die sie kriegt und so. Und ich nehme an, da sind schon ganz andere im Hintergrund. Ne? Denke Und ich ich auch. möchte auch noch schön grüßen und Sie sollten da handeln und damit das dann alles läuft und dann wird das dann alles genommen und getestet. Natürlich erstmal nur bei meiner Frau und bei mir meine Haare, damit man den aktuellen Stand nicht kennt. Damit der Feind nicht hundertprozentig Bescheid weiß, ne, Nadja? Ja. So und so wieder was ist. Wir diskutieren auch nicht anders. Ich möchte das nur wissen, damit ich das abgleichen kann mit allen anderen Sachen. Sie müssen sich vorstellen, es gibt ja so viele Nebenwirkungen auch mit Pflanzen und so. Wir werden natürlich auch sensibilisiert sein mit den Pflanzen und ich merke ja auch so eine Art Kreuzreaktion und so mit anderen Pflanzen und so. Und das kommt natürlich durch diese ständigen Vergiftungen und ich hatte ja auch immer Probleme mit, direkt mit Gas, mit Stadtgas und so. Genau. Und weil sie da auch mal was eingeleitet haben und dies und das mitgetan haben und so. Und ich möchte einfach nur die Ergebnisse, damit ich meine eigenen Schlussfolgerungen ziehe. Genau. Und das sind Vergiftungen und so. Und ich brauche auch nicht hier, dass man den, oh ja, und da ist ja doch was oder so. Weil, also das finde ich, kann man sich jetzt sparen. Ne? Auf Und alle Fälle. ich möchte auch nochmal Sicherheitsdienst und so in Deutschland aufrufen, handeln Sie endlich. Und wir möchten hier Schutz und Hilfe haben. Ne? Ich weiß nicht, was das soll, ne, Nadja? Ja, steht uns Weil zu. Ihnen sollte das ja wohl klar sein und ich musste nur an die Öffentlichkeit gehen und alles preisgeben, damit man merkt, dass wir hier die Wahrheit sagen. Auch wenn wir beispielsweise mit Mainova nicht wussten, was es ist und was los ist. Und das hat sich ja zum Glück aufgeklärt und so. Und so wird es noch viele andere Dinge geben, aber wir wissen sie nicht. Und was wir aber über unser Leben sagen und was wir jetzt über Narkotika rausgekriegt haben oder was haben die mit uns gemacht mit der Verstrahlung durch die Decke? Haben sich immer schön lustig gemacht und alles, ne? Und fand es ganz toll. Und ja, was soll ich denn machen, wenn wir mal weiter hypnotisiert werden und wenn wir nichts wussten, dass wir uns über Hypnose aus der Wohnung rausholen, ne? Und natürlich habe ich anhand von Büchern und so weiter Strahlenkater und so feststellen können. Also Strahlenkater, das ist eben nachher Verstrahlung, nennt man das, ne? Diese Reaktion, wenn man eine bestimmte Strahlenmenge im Körper hat und Haare fallen ja aus und so weiter. Und diese Reaktion, die dann da rauskommen, das nennt man dann. Und natürlich habe ich dieses ganze Wissen nicht mehr, weil sie uns richtig schön bearbeitet haben. Und ein Glück, dass wir das immer reingeschrieben haben und so. Und ein Glück, und hier sagte man uns auch hier, und ich hoffe, dass das die Justiz und so, und auch in Deutschland hier, die da nicht mit den Socken zusammen waren, das selbst mitbekommen haben. Ne? Also ich mag sowas nicht an der Glocke hängen, aber wenn das sowieso schon jeder weiß, also sie haben total versagt. Mehr als das sagen, was geschehen ist, das konnten wir nicht mehr, Nadel. Nein, das Und stimmt. was sollte ich denn? Sollte ich nun einen Polizisten dann damals eine Waffe wegnehmen oder ihn festhalten und hör zu oder so oder was? Nein. Was soll denn das, Nadel? Genau. Ich kann das nur sagen, was passiert ist. Und wenn man daran nicht glaubt, okay, das muss ich akzeptieren.
Und mehr konnten wir nicht machen, aber das möchte ich nochmal sagen. Und deshalb dachte ich ja, da kommt was, ohne dass man das so sagt. Ne? Aber wenn die Frankfurter das auch sagen, dass wir es nochmal sagen sollen. Also wir, sie haben total versagt und ich erwarte jetzt Hilfe, Lenati. Und ich will von ihnen nicht. Sie haben alles gut gemacht. Wir würden nicht mehr leben. Hätten sie sich nicht ab und zu ein bisschen um uns bemüht, würden wir nicht mehr leben. Und das erkenne ich ihn ganz, ganz groß an. Wir waren einfach noch nicht so weit. Wir haben einfach noch nicht genug erkannt. Natürlich hätten sie uns ein bisschen was gesagt, hätten wir alles viel schneller erkannt. Aber es ist nun mal nicht so und es ist egal. Schwamm drüber. Ne? Aber kommen Sie, bitte kommen Sie. Ich möchte Antworten haben. Und Antworten, die gebe ich nicht weiter. Man sollte ja eben gemerkt haben, ich rede auch nicht weiter darüber, ne? Was man uns schon intern gesagt hat. Nein. Ich rede da nicht weiter drüber. Und ich möchte trotzdem darüber nochmal was